Hallo und einen wundervollen Tag. Ich bin's wieder, Christina der Stempelkeks. Es geht in meine vorletzte Runde zu der Reihe Verpackungen aus Designerpapier in 6 Inch mal 6 Inch bzw. 15,2 mal 15,2 cm. Heute habe ich eine Kissenschachtel für euch mitgebracht, die wir auch wieder aus einem einzelnen Bogen Designerpapier gestalten. Ich habe mich wieder für dieses wunderbar schöne bunte Papier das Beste im Leben entschieden und nehme jetzt mal dieses mit den ganz vielen bunten Flächen oder nehme ich die Rückseite? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Was nehmen wir? Wir nehmen das. Ich weiß nicht, wie sich das Eckige auf diesen Rundungen. Oder wir machen was. Wir nehmen die Seite. So, entschieden. Und denkt dran, dass Designerpapier das Beste im Leben, wie viele andere aus dem Jahreskatalog, sind jetzt im August 2024 noch mit 15% Rabatt, also für 12,96 zu haben statt 15,25. Und wer das Beste im Leben oder bezaubernd bunt bei mir bestellt, der bekommt 3 Paar Magnete, selbstklebende Magnete bei mir dazu, weil ich ja vor 2 Folgen bei dem einen Projekt, wo ich ein Magnet eingebaut habe, das spontan so beschlossen habe. So, aber jetzt geht's los. Ich nehme das Papier und ich muss mich jetzt entscheiden, möchte ich das Muster so haben oder möchte ich das Muster so haben? So wäre dann dieser Bereich oben oder der. Und so hätte ich halt mehr Farben mit dem Bild. Ich glaube, ich nehme es diesmal so. Das heißt, wenn ich mein Muster so haben möchte, muss ich das Papier querlegen. Bei 7 cm Falzen. Und bei 14 cm Falzen. Und dann sind wir mit der Falzerei auch schon durch. Und nehmen uns jetzt noch ein Hilfsmittel. Ich muss ja irgendwie diese Rundungen reinbekommen. Ich habe es zuerst probiert mit einer Dose, die war relativ eng. Das war zu groß. Das heißt, dann wird hier, da ist dann der Abstand zu hoch. Ich zeige es euch nochmal. Wenn ich das hier reinbiege und da es dann dagegen biege, das ist ein ganz schönes Moped. Also das war mir nicht, gefiel mir nicht. Dann habe ich was anderes gesucht und habe dann, jetzt habe ich dann das kleinere gemacht. So, das gefällt mir bedeutend besser. Da habe ich hier so einen Unterteller vom Espresso-Tässchen genommen. Und damit ich das jetzt in dem richtigen Bereich anlege, nutze ich tatsächlich wieder meine Unterlage. Ihr könnt es auch Pi mal Auge anlegen, aber ich bin ja leider so ein Perfektionist. Kann das auch beim Basteln nicht ablegen. Und mache das jetzt aber schon mal meine Faltungen, damit ihr gleich einfach besser nachvollziehen könnt. Also, wir haben ja die 7 und die 14 cm gefalzt gehabt. So würde das am Ende flach kommen, vom Muster her. Und jetzt muss ich ja diese Rundungen einarbeiten. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich mir mein Teil hier so angelegt habe. 7 cm sind rechts und links 3,5. Hier in der Mitte ist die 0. Bei unserem schönen karierten Papier als Unterlage kann ich das ja hervorragend mittig anlegen. Und nehme jetzt hier meine Rundung und lege die so an, dass hier der knappste Teil zum Rand, dass der in der Mitte bei der 0 ist. Ich kann natürlich auch so anlegen, wird schief. Deshalb nehme ich gerne eine Unterlage, an der ich das Ganze ausrichten kann. Ich kann das ganze Papier hier rechts und links gerade ausrichten. Ne? Hier habe ich ja auch die karierten Linien. Da und da. Das Raster, sodass ich das also wirklich gut mittig legen kann. Da brauche ich nämlich nur einmal anlegen. So, also hier so anlegen, dass dieser knappste Teil bei der 0 liegt. Und nehme jetzt ein Falzgerät. Ich habe jetzt hier von unserem Aufhebhelfer die beiden Falzkugeln genommen und davon die kleinere und mache jetzt hier einmal den großen Bogen rein. Und das brauche ich auch auf der anderen Seite. Also schiebe ich das nur einfach runter. Hier ist die 0 bei dem dicken Strich. Und auch da, dass da der kürzeste Abstand ist und mache auch hier meinen Bogen. Jetzt brauchen wir noch einen Bogen in die andere Richtung. Das heißt, ich lege meinen Teller jetzt so an, dass meine Ansätze hier und hier von dem ersten Bogen zu sehen sind. Ich zeige es euch gleich noch mal ein bisschen näher. Ich nutze das nur erst, also hier. Ja, dass hier die Bogen an derselben Stelle übereinander treffen. Und das muss ich auf der anderen Seite auch noch machen. Das heißt, auch hier lege ich meinen Teller jetzt. Ich drehe mir das jetzt um, dann kann ich es besser sehen. Da ist meine Falzlinie und hier kommt sie da an. Und dann einmal rüberziehen. Denkt dran, dass eure Falzkugel ja einen gewissen Abstand zu eurem Teller oder zu eurem runden Projekt habt. So, und jetzt kann ich das zusammengeklappt mit unserer Papierschere. Es ist ja nur Designerpapier, den kann ich ja sehr gut doppellagig schneiden. Hier die äußere Rundung schneide ich ein. Was heißt schneide ich ein? Die schneide ich ab.
Na, da gehe ich der Form nach. Dasselbe auf der anderen Seite. Auf der einen Seite ein bisschen dicker, weil ich da ja auch hier die Falzlinie noch habe. Nein, nicht die Falzlinie, hier das zweite Teil. So, und jetzt gehe ich hin und schneide mir das in der Verlängerung der Rundung. Ich kann es auch umdrehen, dann kann ich es besser machen. Weil dann habe ich auch innen drin kein Stück, was mich gleich behindert oder stört beim Zusammenkleben oder Zusammensetzen. So, jetzt kann ich mir noch überlegen, möchte ich die Seite draußen haben oder das. Ich finde beides schön. Ach, wir lassen jetzt so, wie wir es zuerst gedacht haben. Das sieht man ja, wenn man dann aufmacht. So, damit das gleich leichter vonstatten geht. Ach so, was ich euch noch nicht gesagt habe, ist, wenn euch die Falzchen, die auf der Rückseite nicht durchgekommen ist, ist das gar kein Problem. Ihr dreht das Ganze um und macht diese Rundung einfach nochmal nach. Ihr habt da jetzt durch den Schnitt die Ecken genau freigelegt. In den seltensten Fällen übrigens ist es auf der Rückseite auch gefalzt. Wie auch. Aber dadurch, dass wir die eine Rundung ja beim Schneiden mit erledigt haben, können wir natürlich jetzt hervorragend an unseren Ecken anlegen und die zweite Biegung machen. Weil hier müssen wir jetzt, bevor wir das zusammensetzen, am besten schon mal einmal in Form geben. Ihr geht dann einfach hier mit der Hand danach. Ihr biegt das Teil dabei automatisch ein bisschen, damit das hier schön die runde Form bekommt. Das macht es nachher beim zusammengeklebten Zustand einfacher, das da in die richtige Position zu bekommen. Ihr seht, das ist ganz leicht. Ihr greift es einfach an und knickt es hier eurer Falzlinie nach, die ihr gezogen habt mit dem Falzstift. Und hier auch nochmal. So, könnt ihr gerne nochmal mit der Hand ein bisschen. Aber ihr denkt dran, ihr müsst das dabei ein bisschen hier rund halten. Da so in der Biegung, ne, damit das leichter sich anfügt. So, jetzt können wir es auch schon kleben. Und da tue ich hier auf die Klebelasche wieder Tombow. Upsala, das sollte da nicht hin. Wir wollen es ja nicht flach kleben, wir wollen es ja als Behältnis kleben. Und ich glaube, das dürfte dann sogar so groß sein, dass so eine Scheckkarte, eine Geschenkkarte reinpasst. Ja, breit genug ist es, es passt, ist innerhalb der Bundung. Also passt da hervorragend. Dann gibt der Verklebung einen kleinen Moment Chance, dass sie fest werden kann, dass sie trocknen kann. So. Und dann noch ein Tipp. Ihr habt ja jetzt eine Seite, wo die Klebelasche unten dran ist. Das heißt, die würde man vielleicht nach unten legen. Und dann die obere Seite. Ihr könnt natürlich trotzdem, dadurch, dass hier das Muster einheitlich ist, ist es egal. Aber damit man diese Teile besser aufbekommt, von oben, das oberste Teil, kommt man ja noch gut dran. Aber das zweite ist schwierig. Deshalb macht man da ein sogenanntes Daumenloch, damit man da reingreifen kann und auch das untere öffnen. Das heißt, ich nehme hier wieder mein Papier. Ich bin wieder der Monk und möchte das mittig haben. Ich lege es also hier wieder bei meinen 3,5 cm rechts und links auf dem Papier an. In der Mitte ist die 0. Nach rechts und links gehen die gleichen Maßeinheiten weg. Mach hier bei der 0 und unten bei dem dicken Strich ist ja auch die 0 eine kleine Markierung. Nehme eine Handstanze. Wer die nicht hat, kann durchaus auch einfach mit der Schere da was abschneiden. Und schneide jetzt hier so ungefähr so einen Halbkreis raus. Und das mache ich auf beiden Seiten. So ein Kreistanz ist natürlich weitaus leichter. Wir haben ihn leider nicht mehr im Programm. So, und jetzt kommt zuerst der rein, der das Loch hat, damit man da gut dran kann zum Öffnen. Und den zweiten oben drüber. Und schon ist eure Kissenschachtel als Projekt fertig. Ich komme dann auch, ich finde, dieses Papier spricht so für sich, dass man da nicht viel drauf machen muss. Ich mache jetzt einfach mal noch wieder den Stempel. Du bist die Farbe im Alltagsgrau. In diesem Falle nehme ich, glaube ich, Pfauengrün. Das müsste Pfauengrün sein. Nochmal zur Info. Auf der Rückseite unserer Designerpapiere stehen immer drauf, welche Farben in dem Papier drin sind. Und hier steht auch tatsächlich kein Pfauengrün. Ich habe mich verschätzt. Babyblau, Sommerbeere, Blaubeere, Jade, Currygelb, Osterglocke, grüner Apfel, Limette, Wassermelone, Petunie, Pink, Rosé, Kürbisgelb, Tannengrün und Glücksgrün. Tannengrün, dann ist das Tannengrün. Gut, nehmen wir Tannengrün. Da ist das Stempelkissen und ein Stück Farbkarton in Weiß. Da habe ich hier noch ein Reststück. Ich mache das jetzt nicht als Kreis, ich mache das jetzt als Schriftzug da mal drauf und schneide mir das dann
Rautenform. So, schön schief aufgestempelt, aber es ist nicht schlimm. Ich wollte es ja sowieso von Hand schneiden. So. Damit möglichst wenig von der Farbe des schönen Papiers abgedeckt wird. Und dann hat der Spruch, du bist die Farbe im Alltagsgrau, nochmal eine ganz besondere Bedeutung. So. Da könnte ich jetzt noch, wenn es greifbar wäre und hier irgendwo noch Reste rumliegen, noch Zweige oder sowas drauf machen. Habe ich aber gerade tatsächlich nicht hier rumliegen. Macht nichts. Ich finde das Papier, das bunte, spricht schon so für sich. Du bist die Farbe im Alltagsgrau. Denkt dran, wenn ihr jetzt was aufklebt, ich würde es nur mit einem Dimensional machen, weil ihr die Biegung, die wird immer mal wieder verändert, wenn man die Packung öffnen möchte oder wenn man sie schließt. Da wäre es also ganz schlau. Kürbisgelb fällt mir gerade an, soll doch auch drin sein. Guck mal hier. Die mache ich jetzt drauf. Ich sag doch, irgendwas liegt ja noch am Tisch rum. So. Dann kommt da ein kleiner Dimensional drunter. Und da machen wir einen großen drunter. Und schon ist die 11. Verpackung gerade schräg. Dann machen wir es gerade. So. Ah, seht, da hat mich letztens jemand gefragt, wie das kommt, dass man das so gut gar nicht sieht, dass die aneinander gesetzt sind. Ja, weil die Räder, die Flügel hier von dieser Rosette sich so schön ineinander fügen. Aber wenn man sie nicht anklebt, fallen sie natürlich irgendwann wieder ab. Ihr seht also, ganz einfach, das setze ich jetzt hier wieder drauf. Und der Rest wird sich dann wieder fügen. Ihr seht schon, ist alles wieder drin. So, du bist die Farbe im Alltagsgrau. Aus Designerpapier das Beste im Leben. Heute die 11. Verpackung aus meiner Reihe Verpackungen aus Designerpapier 6 Inch mal 6 Inch, 15,2 mal 15,2 cm. Ich hoffe, euch hat auch dieses Video gefallen. Oben verlinke ich euch nochmal ein paar der bereits gelaufenen, aber wenn ihr auf meinen Kanal geht, dann seht ihr die Sachen ja problemlos. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr sie nachbauen möchtet, nachbasteln. Nach wie vor die Idee, die durchaus auch als Adventskalender verschiedene Geschenkverpackungen einzusetzen. Nächste Woche kommt noch eins, dann sind wir bei 12. Das heißt, ihr könnt entweder von jedem Modell 2 machen oder ihr wählt nur andere Modelle und macht, was weiß ich, 8 verschiedene und macht 80, den 3 davon je Modell oder. Ihr könnt da ganz frei entscheiden. Aber das finde ich auch nochmal eine schnelle Verpackung, die auch wirklich was hergibt und auch ein bisschen was reinpasst. Wie gesagt, hier passen auch Gutscheinkarten rein, selbstgeschriebene Gutscheine sowieso, Kleinigkeiten. Ihr werdet euch wundern, was da alles reinpasst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und sage bis bald. Euer Stempelkeks, Christina.